Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry. So, um unsere Gesundheit sieht es mäßig aus. Schon cool gemacht hier. Ah, okay, da kommst du auch hoch, wenn du reinspringst. Okay. Ja, natürlich gucken wir uns hier mal um. Oh mein Gott. Es hat sich definitiv gelohnt, diesen Weg hier zu gehen. Und Munition auch. Also es hat sich echt in jederlei Hinsicht gelohnt. Sehr schön. Ja, Mut muss auch mal belohnt werden. Ich überlege, ob wir da einfach mal rüberspringen oder ob wir auch da so hinkommen. Denn ehrlich gesagt... Ah, wir kommen hier nicht hoch, ne? Fast auch nicht. Wir müssten uns doch locker hochziehen können eigentlich. Geht aber nicht. Ja, sehr schade. Sehr, sehr schade. Ich würde da nämlich gerne hin. Vielleicht kommen wir da ja auch noch hin. Ich weiß es nicht. Ich versuche nochmal eine Unternehmung. Aber da kommen wir nicht hin. Nee. Okay, ich glaube, da sollen wir dann nicht hin. So weit können wir nicht springen. Einen Endhaken haben wir nicht. Ja, was wollen wir machen, ne? Dann... sind uns die Hände halt ein bisschen gebunden, dann ist es halt so. Ich wollte, dass da drin alles explodiert eigentlich. Es tut mir echt leid für die Tiere, ich muss es wirklich sagen. Boah, die sind... die sind echt hässlich. Ja, ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet, also zum Glück... ja, wie gesagt, sehr, sehr schade. Für die armen Kreaturen. Ah, und jetzt kommen wir doch hier lang. Der ist hier genau um die Ecke, ich sehe es doch. Ich sehe doch die Schatten hier. Und immer nachladen. Wir müssen gleich die Knarre wechseln. Hilft nichts. Okay, jetzt sind wir hier. Da sind wir draußen lang gegangen. Also orientierungsmäßig klappt's. Boah, alles voll hier. Perfekt. Sehr schön. Draußen sein, ne? Genau, hier haben wir ja aufgeräumt. Wir haben ihn! Dir zeige ich, wer der Stärkere ist! Was? Was? Kommt
Läuft der Rest jetzt hier rum, oder? Kann sein, ne? Wir gehen mal sicherheitshalber zurück. Ist das Problem. Ja, sehr cool. Zumindest haben wir ein bisschen Munition bekommen. Das ist doch in Ordnung. Ich meine, wenn die so freundlich sind, könnt ihr auch öfter mal vorbeischauen. Die Pose eben war nicht die beste, aber gut. Und ich weiß, ich könnte hier Dings voll machen. Weste will ich aber nicht. Wir haben Nimm ihn! Das! Oh! Leg dich schlafen, mein Freund. Hier spricht die Flugsicherung. Bereiten Sie sich auf das Eintreffen von Vulture 13 vor. Wisst ihr was, wir holen die Weste jetzt doch. Das ist so weit zurück, das ist eine Weste immer, die wir nochmal holen können. Tut mir leid, wenn ich so ein bisschen dumm und her, hin und her laufe, ne? Aber... ich finde schon, dass sich das lohnt. Sie kann mal zwischen Leben und Tod entscheiden. Ich wünschte, diese dummen Türen würden mal aufbleiben. So, dann geht sie wieder runter. Wenn ich mal an manchen Stellen ruhiger bin, dann ist das natürlich so ein bisschen... angespannt bin. Also ich bin jemand, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Dürft ihr gerne mal in den Kommentaren unten schreiben. Wenn ihr Spiele spielt, versetzt ihr euch da auch rein und erschreckt euch auch oder habt plötzlich ja, so eine gewisse Höhenangst oder was ist die gewisse halt? So eine Höhenangst oder keine Ahnung was. Ich kenne es auch von Minecraft oder so, wenn man sehr hoch gebaut hat. Ich habe immer Angst gehabt, da runterzufallen. Aber auch von diversen anderen Spielen halt einfach. Seid ihr auch solche Spieler oder sagt ihr, nö, das ist ein Spiel, ich weiß, wenn ich stürze oder wenn ich erschossen werde, dann ist es nicht schlimm, weil es ist ein Spiel. Siehst du das auch? Ich dachte, ich hätte was gehört. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Alles okay? Da ist noch wer? Was zur Hölle? Läuft. Das ist ein Kunstwerk. Läuft. Also das war jetzt gut. Gott, ich will gar nicht wissen, was es ist. Chance gegen mich! Wo steckt der Kerl? Wo du bist!
So, jetzt lassen wir die hier hochkommen. Die haben alle Zeit der Welt, ne? Kommt mal zu Papa. Was zur Hölle? Was ist denn hier los? Gibt's noch wen? Ja, sehr schön, sehr schön. Boah, das war schon echt mies mit den Viechern unten, ne? Ja, dieses Maschinengewehr finde ich nicht so gut wie das hier, muss ich sagen. War da nicht was? Schnapp! Räuchert ihn aus! Ah! Wo hat er sich nur versteckt? Das Schöne ist, er liegt direkt auf der Tür. Hier werde ich den Hintern versohlen! Nimm das! Okay. Das ist für dich! Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, wenn wir zurückgehen, da war noch eine Weste, ne? Das sollten wir machen. Diesen einen Raum hier vorne, ne? So, sollten wir holen. Und damit wir hier weiterhin frohen Mutes durch können. Ist auch noch zweimal Heilung da. Boah, krass hier eigentlich, ne? Ich glaube, das mit dem Schießen hätte ich eher machen sollen. Die hätten wir hier alle erlegen können. Wahrscheinlich zumindest. Okay, hier ist sonst nichts. Dann können wir wieder hoch. Hat echt den Stahlträger hier weggeschossen. Wahnsinn. Leider über die falsche Munition. Da muss ich ein bisschen knausern. Es sieht einfach schön hier aus. Die Söldner sind da. Los, Bewegung, Jack. Ihnen bleibt nicht viel Zeit. Okay. Okay. Oh, ich dachte gerade, das Spiel hat sich aufgehangen. Wow. Ja, es bleibt also weiter spannend. Das kann man wohl festhalten. Jack, helfen Sie mir und ich helfe Ihnen. Als erstes müssen Sie für mich den Regulator ausschalten. Okay, meinetwegen. Aber vorher will ich wissen, was hier los ist. Wenn Sie den Regulator zerstört haben, treffen wir uns in Kriegers Hauptarchiv. Okay. Okay, können wir machen. Ist auch kurz Hauptmenü reingesprungen gewesen. Ich denke, wir machen einfach mal eine etwas kürzere Folge. Ist perfekt, um eine Cut zu machen. Und wir sehen uns dann gleich oder beziehungsweise in der nächsten Folge. Ich habe ja 15 bis 20 Minuten mir vorgenommen. Es sind ja fast 15. Also, dann bis zur nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und fürs Daumen hoch drücken und so weiter und so fort. Bis zur nächsten Folge. Ciao.